Okay, und tut mir leid, dass ich gerade so ein klein wenig still war. Ich hab's mitgekriegt. Ja, was soll ich sagen? Ich war halt still. So, ist hier irgendwas? Nö. Hier dachte ich, sei was. Es wäre hier immer ein Schalter gewesen. Egal. Wir brauchen jetzt dich. So, komm her. Nein, Kiste. Nicht drauf, Prinz. Kiste nehmen. Genau. Guter Junge. Gut, gut. Jetzt hier. Und drauf da. Los, drauf da. So. Warte. So. Ja, dann gibt es gleich sowieso noch ein Geheimversteck, wo ich den ganzen Weg einmal zurücklatschen muss. Aber... So. Ja, genau. Das ist sehr logisch. Das kommt davon, weil man erhofft dadurch, die Gegner zu töten und es halt einfach nicht klappen will. So. Zack, weg. Und jetzt den hier. Er darf nicht durch. Das hätte nicht passieren dürfen. So. Der ist tot. Ja, genau. Nur wenige können die Klinge mit mir kreuzen. Stimmt. Und selbst die sterben. Also daher. So. Ha. Kai, es gibt keine Falle, in der ich, die mich töten kann. Ich muss den Mund halten, ich darf sowas nicht sagen. Wow, 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 wow. Ruhig, Prinz. Keep cool. Führt eure Befehle aus und tötet ihn! Aber hier sind diesmal Fallen. Natürlich sind die Gegner erstmal wieder hier drin. So, dann aktivieren wir erst einmal alle Toren. So, kommt. Das ist kein Gegner für mich. Okay. Das ist zu einfach. Nix da, nix da. Nee, 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 nee. Also, so haben wir ja nicht gewettet. Das langweilt mich. Ja gut, dann halt so. Haben wir klar. So, wieder zwei. Diesmal ist aber... Ja, hier ist er doch. Dich habe ich gesucht. So, Zeitlupe an. So. Okay, da hinten ist eine Truhe. Ihr kommt eh nicht hier durch. So, zack. So, so. Ach, toll, jetzt hab ich das Schwert verloren. Das ist außergewöhnlich. Nie sah ich einen besseren Kämpfer. Echt? Cool, das erste Kompliment. Wow. Und gegen dich kämpfe ich, wenn der Prinz nicht so eine Scheiße baut. Nie sah er einen besseren Kämpfer. Doch. Na, falls dieser bessere Kämpfer nicht gerade am Sterben ist. Dankeschön. Also ich nehme ja Komplimente nehme ich ja immer gerne an. Ja, Grubenwurf. Du gleich hinterher und du musst sterben. Du hast nämlich... Okay, ach, du bist schon tot. Ja, das ist natürlich praktisch. Und intelligent. Ja, würde ich sagen, ne? Praktisch und intelligent, ja. So, haben wir uns dieses Artwork. Ja, und irgendwann, wenn wir das Spiel durch haben, können wir uns mal die Artworks alle in Ruhe angucken. Jetzt machen wir erstmal das Türchen auf. Mach auf, Prinz. Mach auf. Mach das Türchen auf. So. Ja, das geht zu. Dafür geht das auf. Sehr schön. Und, oh, wir können speichern. Oh, oh. Das ist natürlich passend. So muss das sein. So, dann hätten wir das auch geregelt mit dem Speichern. Jetzt noch das, dann das, dann... Oh. So. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder hier. Und wieder neue Musik und eine neue Golem-Art.
Da kriegt man noch echt Lust auf mehr. Ich liebe diesen Golem, der ist eigentlich easy, der ist wie jeder andere Golem auch. Halt immer auf die hinteren Beine schlagen und dann später auf den Kopf. Nur dass der etwas gemeiner ist und sich immer wieder umdreht. Und auch etwas flinker. Weg. Nix da. Und auch hier gilt das Prinzip, wer Sand einsetzt, ist langweilig. Der hat keine Lust auf Dramatik. So, jetzt kipp doch um. Geht doch. So, jetzt gilt natürlich Kopf, Kopf. So, wenn du mir zu oft deine Arme machst, werde ich werd trotzdem keinen Sand einsetzen. Boah, weg. Das wird direkt hier. Boah, weg, Prinz. Danke. Weg. Nö, Golem ist abgelehnt. Zack, zack, Nein, böser Golem, geh weg. Hörst du wohl auf, deine Hände auf mich zu machen wollen? Nee, du kriegst mich einfach nicht, mein Freund. Du bist zu langsam. Zu langsam. Und du brauchst verdammt viel Leben, weißt du das? Und man macht keine Kopfschmerzen. Oder ist dir das egal, dass ich auf dich drauf haue? Wow, jetzt dachte ich, er kriegt mich trotzdem. So, ja, wir haben ihn gleich tot. Es ist nicht mehr viel Leben da. Oh, weg. Oh, fuck, jetzt wird er gemein. Jetzt fängt er an, gemein zu werden. Oh, jetzt kommt er nämlich unerwartet von beiden Seiten. Versucht mich runterzukriegen. Weg. Ja, ich hab ihn. Er ist tot. Also, ja, es ist nicht wirklich ein schwerer Gegner eigentlich. Es ist mehr so eine Art leichter Zwischengegner zwischen all dem. Er ist nett gemacht. So, die Leiste geht runter dadurch. Haben wir den Mechanismus aktiviert und können nun einen Stockwerk höher. So, dann hoch mit dir. So, ach, wir haben ja noch einen Atlas. Ich bin doch schon drauf. Niedergestreckt. So. Du darfst gerne ein Stockwerk tiefer. Also. Genau, das ist doch perfekt. Und du? Naja, fast. Aber du darfst hinterher. Naja, auch nicht. Dann halt so. So, auch du. Ja, das geht natürlich auch dadurch. Jetzt haben wir hier zwei Geheimgänge. Einer enthält das. Und der andere, der enthält einen geheimen Weg. Der müsste es eigentlich enthalten. Ja. Der ist nämlich extra. Das ist halt der eine Schalter. Das ist der reguläre Weg hier. Hier geht es natürlich ganz normal weiter. Ja. Und hier ist halt nochmal eine Sandkammer. Eine Kammer, wo man halt etwas Leben dazu kriegt. So. Jetzt muss ich mich beeilen. Das ist natürlich, dieser Weg ist jetzt natürlich offen. So. Der macht den Weg auch wieder offen. Ein Sanddingens haben wir. Das ist natürlich prickelnd. Ja. Und umso prickelnder ist es, wenn das passiert. Krieg durch. Da müssen wir entlang. Okay. Okay. Wow. Das ist natürlich jetzt intelligent. Das hätte nicht passieren dürfen. So. So, dann hier hoch. Durch die ganzen. Aua. Da ist es, wir haben es geschafft. Mit der schönen Musik im Hintergrund. Das ist perfekt. Und ja,
damit beenden wir auch diesen Part, in dem der Prinz nochmal sein letzten, einen der letzten, vorletzten, müsste es gewesen sein. Ne, es gibt noch zwei weitere Kammer, beide kenne ich noch. Zwei Kammern müssten noch kommen. Gut. Yay! More life! Lebenskraft! Eure Lebenskraft wird stärker. Yeah! Okay. Damit beende ich diesen Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten bei Prince of Persia Very Within mit eurem Ryokan. Bis dann, Leute.